So, ja, Pfütze. Schön. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Ja, ich war gerade nicht auf Toilette und hab den Boden, ne? Also, sag ich da nur. Heilige Scheiße, du blöder Penner. Hätte ich das nass gemacht. Du solltest Jumpscare. Besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Ganz ehrlich, was war... Ich meine, ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber irgendwie passiert was. Also, ist ja auch schön irgendwo. Neue Gasse gefällt mir, schön weit weg von meiner Wohnung. Ja. Was hast du da unten gemacht? Ist mir egal. Gibt's einen Grund, warum du hier so auftauchst? Ich bin gerade in Eile, also verpiss dich. Neue Gasse, was? Gefällt mir, schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen, ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah, ja. Um eine Kleinigkeit. Penis. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also... Vergiss es. Ja, genau. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche hier schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Genau. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wieder zu bekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Das Adventure muss ein Ende haben, also laber nicht. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Sehr halbwegs freundlich verabschiedet, wow. Aber warum sollte... Ich glaube, ich sollte einfach nicht fragen. Ich habe erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung. Für heute Morgen geht's weiter, okay. Ja, das... Ich will nicht sagen, ich hab's jetzt verstanden, was jetzt zu tun war. Ja, das will ich nicht sagen. Stimmt auch nicht, aber egal. Eine Schüssel mit Maisresten. Okay. Haben wir einfach mal... Ach, der sitzt jetzt hier, okay. Good to know. Was ist eigentlich, wenn wir hier vorne reingehen? Ah, das ist der Eingang hier, alles klar. Wieder was gelernt, gut. Komische Kisten. Ich glaube, die sind einfach da, da wird nichts zu tun sein. Die Kiste, da kommt mir bekannt vor. Kann ja jeder sagen. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Weiß ich nicht. Aber das weiß ich sehr oft nicht. Ey. Was war das denn jetzt? Bitte? Können wir es nochmal sehen? Also, dann könnte ich mich verstecken, wenn ich es bräuchte, okay. Okay, das merke ich mir mal. Währenddessen gehen wir mal zurück zur U-Bahn. Metz Wohnung waren wir ja schon. Ja, das weiß ich schon, den Tipp. Ja, schau mal hier und dann. Sorry, und dann kümmere ich mich nochmal um Matt. So, Fremde, ansonsten ist hier nichts anzuklicken. Es sei denn, hier geht's noch weiter vielleicht, aber... Ah, hier ist noch eine Seitenstraße, okay. Und ach nein. Koalakon, hallo. Officer Murray. Dein Freund und Helfer. Officer Murray, wie geht's? Kenne ich Sie? Natürlich tun Sie das. Erinnern Sie sich nicht an den Globus-Vorfall? Der Globus-Vorfall? Ja, wir sind dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen.
Fast wie ein Jäger des verlorenen Schatzes. Klingelt's? Ich fürchte nicht, Sir. Und später, nachdem ich die Leiche von meinem Freund gesehen habe, haben Sie mich nach Hause gefahren. Bitte, Sir. Hören Sie auf, meine Zeit zu verschwenden. Ich bin im Dienst. Schon klar. Dein Freund und Helfer. Genau. Eine Menge Leute werden sich reinschleichen wollen. Es ist Koala Convention. Mhm. Die Leute sind einfach verrückt nach dem kleinen Kerl. Tja, dann, ich gehöre sicher nicht zu denen. Bis dann, Murray. Ich werde Sie in dieser neuen Episode meines Lebens vermissen. Ja, sicher. Okay. Aber wir... Ach so, wir haben Murray vor dem gestrigen Tag noch nie gesehen, oder was? Das wusste ich nicht. Ich dachte, das Rohrleitungssystem des Gebäudes. Wir sind langjährige Buddies und so, ne? Das macht... Weiß ich nicht. So stark. Ich bin nicht stark genug. Können wir ja durch. Ich spring nicht über eine Absperrung. Ja, hey, Moment mal. Teleskop Endbügel. Vergiss es. Das ist Stabhochsprung, Mann. Das muss man können. Wieder mich nicht an. So, weiter hoch geht's nicht. Weiter runter auch nicht. Tür. Jetzt nicht. Aufzug, Tür. Hm. Verschlossen. Hey, ah. Wo wollen Sie hin? Was geht Sie das an? Die Polizei hat hier schon alles abgesucht. Hier werden Sie nichts finden. Warum glauben Sie, dass ich deswegen hier bin? Ich wollte nur schnell was klauen. Etwas stehlen? Ich dachte, Sie waren sein bester Freund. Naja, ich glaube, das stört ihn nicht, wenn man die Umstände bedenkt. Sie sind abstoßend. Ja, aber witzig. Ja, das höre ich in letzter Zeit öfter. Wie zwei Elektronen, weißt du? Weißt du, weil abstoßend... Naja, egal. Ist nicht so wichtig. Geht schon. Ich komm schon klar. So, jetzt dürfen wir alles klauen. Oh, danke. Ja, Half-Life 3 confirmed. Der Versuchung widerstehen. Wieso denn? Tyler Durden isn't real. Der muss. Ist da? Den fasse ich lieber nicht an. Wieso nicht? Mach doch einfach auf, Ofen. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Naja, seit gestern zumindest nicht. Herrliches Stück Küchen. Ohne Zweifel. So, der Mixer. Der Blendomatic 9000. Es gibt nichts Besseres. Oh ja. Schublade kommen wir nicht ran. Kaffeebecher. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. War das ein Lösungshinweis? Ich glaube ja. Fenster. Man kann die Gasse von hier aus sehen. Ja. Geschirrschrank. Rattengift. Oh, ja. Da haben wir die letzte Zutat für Dings. Also wette ich. Wenn nicht, dann bin ich sehr ich traurig. Ich rede. Nicht mit Gegenständen. Aber redest mit dir selber. Das ist besser, oder was? Ich glaube nicht. Bild. Können wir die Bilder klauen? Da ist er nüchtern. Glaube ich. Ich würde nicht drauf wetten. Wozu? Ja, warum nicht? Keine. Ja, warum nicht? Das ist Sally. Auch ziemlich fotogen. Ja, warum nicht? Ah, nee, wat. So, hallo, Lady. Verschlossen. Okay, Aufzug kann ich jetzt, immer noch nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht? Okay, dann gehen wir zurück zu Dingens. Also wenn das wirklich die letzte Zutat ist, dann wow. Lausche also seinen Gedanken. Ja. Ich habe noch nie Randalls Gedanken gehört in dem Spiel, ehrlich gesagt. Dialoge ja. Ja, aber hallo. Also Dialoge, sag ich dir nur. Aber von Randalls Gedanken habe ich noch nie was gehört oder mitbekommen hier. So. Hey, Pater. Gönn dir. Für den extra fruchtigen Geschmack. Na, schon mal Rattengift probiert? Wie schmeckt's? Fast fertig. Fast fertig nur. Okay, jetzt bin ich überfordert. Jetzt weiß ich's nicht. Können wir es anzünden? Dann, sorry, ich hab keine Ahnung. Was da noch rein soll jetzt? Ein Hotdog. Nee, nicht. Moment mal. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Hat der Mate doch in den Drink jetzt schön noch eine Billardkugel reintun können, also wirklich. Nee. Nimm halt die weiße Billardkugel. Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Okay.
Ansonsten habe ich jetzt hier gerade nichts. Außer Girlanden. Ich komme. Dann schau sie an. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in eine Party-Location. Sicher. Bilder, Zeug, immer noch Girlanden. Flaschen. Komisches Einmachglas. Wie konserviert man den Formaldehyd? Mann, wenn die ausbrechen, die bringen uns alle um. Übel, übel. Oh ja. Und wenn ich das runterschmeiße? Das wäre echt ultra übel. Übel, übel. Powerarm. Ich brauch gerade keine Streuwaffe. Ja, also warum nicht? Contra oder Probotector? Das ist hier die Frage. Ja, aber dann über meine Witze beschweren noch was. Ich glaub's auch gleich. Okay, also gehen wir nochmal raus. Gehen nochmal zurück. Und jetzt bin ich wieder überfragt. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich hin sollte. Ich kann höchstens noch bei mir zu Hause schauen. Also ich weiß, ich muss Mel irgendwie, ne, aber... Manchmal ist ein Charakter, der vorher keine Hilfe war, der Schlüssel zum nächsten Rätsel. Ja, das ist wohl wahr. Schauen wir mal, ob sich das noch... oder wann sich das als nützlich erweisen wird. Seitenstraße, da ist der Penner jetzt nicht mehr. So. Den lasse ich lieber in Ruhe. Das sind gefährlicher als die Grizzlies, die Viecher. Ja, ja, genau. Glaube ich auch. Aber was nehmen können wir ja immer noch nicht. Zumindest momentan nicht. Der Hund ist momentan tabu. Also, okay. Wir können aufs Dach. Oh, ja. Didn't see that coming. Hier geht's nicht weiter. Leiter. Haha. Die Feuertreppe. 30. Es muss einen besseren Weg nach unten geben. Ja, warum auch immer du nach unten wolltest, aber bitte. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Ja. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, ne? Drei. Blöd. Okay, warte. Das Reste vom... Ich dachte, man könnte es so zerbröseln und dann, aber nicht. Gut. Das ist einfach nur dumm. Mhm, genau. Kannst du noch gleich Geld hinschmeißen, oder wir machen das hier. Das klappt nicht. Das Gift ist flüssig. Ah, scheiße. Maisreste? Ja. Wunderbar. Diese Tauben sehen hungrig aus. Was, ich hab da... Fast leer, ich möchte nichts verschwenden. Warum habe ich denen gerade was zu essen gegeben? Nein, der Mais würde das Rattengift nicht einfach so aufsaugen. Ah, dann in Zeitung oder irgendwas. Steht nicht auf... Ich will doch, ich weiß es nicht. Eher nicht. Eher nicht, ne. Oder... Eher nicht. Wir hätten Popcorn machen können und dann... Aber naja. Scheinbar nicht. Boah. Ja, was machen wir jetzt? Rattengift reicht. Das macht... Definitiv keinen Sinn, ja, aber... Solange du keine bessere Idee hast, sehe ich nicht, das macht, warum wir das nicht tun sollten. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass... Ach, Scheißstörung. Fick dich. Störungskacke, ey. Okay, die lassen mich also nicht durch. Hab denen zwar Mais gegeben, aber ist egal, was ist... Was ist eigentlich... Keine Ahnung warum, aber der Fahrstuhl scheint mir nicht ganz sicher. Ja, verstehe ich auch nicht. Nachbartür? Ich gehe Leuten nicht gerne auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Ja, Moment. Gut, dann. Das lasse ich durchgehen. Da Horm, da Horm. Zeitung. Haben wir die schon angeschaut? Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Oh ja. Skandal auf der Dr. Fred Allison Street. Mhm. Diese Milchbar hat Milch verkauft und Milch und... Well, es sieht aus, sind... Ja. Kann jeder für sich übersetzen, ich kann es nicht. Die Nachricht von heute. In der Nummer da oben ist kein Unterschied, ne? Das ist halt die von gestern, das ist die von heute. Wenn ich das richtig sehe, alles klar. Ja. Schön übrigens, dass ich hier darauf hingewiesen wurde, auf diese Sonic-Anspielung. Mit den Flügeln und Shit. Ich nehme an, das soll ein Flügel sein. Also, es hat auf jeden Fall mit einem Sonic-Logo von einem
Sonic Spiel zu tun. Kann ich nicht machen, Amigo. Da gibt irgendwas die Tür zu. Ja. Kann ich nicht. Schublade Hyrule müssen wir immer noch nicht retten, scheinbar. Was mich auch anwidert, aber egal. Grünes Kraut. Brauche ich nicht. Mein Lebensbalken ist voll. Ja, Glück gehabt. Regale, Regale, Regale. Buchstützen da. Auf gar keinen Fall. Die stützen meine geliebte Dostojewski-Gesamtausgabe. Ja, aber man kann doch mal... Ja gut, den Tetris-Block nicht, aber den da, den kann man brauchen. Hätte ich jetzt gesagt. Okay. Da gehe ich nicht näher ran. Mortimer? Okay, das nicht. Hier scheint auch nichts zu sein mehr. Was heißt mehr? Hier drin war ja noch nie was bisher. Außer der Toilette. Und bei mir drin? Auch nicht, ja. Freunde, dann... Weiß ich nicht. Diese Teufel. Ich wollte eigentlich die Uhrzeit wissen, aber gut. So, hier kommen wir nicht mehr runter. Ah, hier kommen wir noch runter. Hallo, Mrs. Dingens. Mrs. Grosser scheint ja total Grosser. Fasziniert von meinem Abenteuer. Die blinzelt nicht mal. Ja. Tag, Mrs. Grosser. Genießen Sie die Aussicht? Super. Okay. Schönen Tag noch. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Ja, wer es nicht probiert, ne? Der wird es nicht erfahren. Können wir sie... Es ist wichtig, komm. Mein nützlichster Gegner. Du sollst sie nicht hergeben, du sollst sie damit pieksen oder so, Mann. Hergeben, wer will das denn? Hammer. Ich habe seit 7 Jahren... Für mich sieht das aus wie ein Bild und nicht wie... Die sieht aus, als wäre sie tot, ganz einfach. Noch eine Menge Geld, Schüssen mit Mais. Verkehr, ja... Könnte. Ja, also, nee, hab ich hier auch keine Idee gerade. Das heißt aber auch, ich habe insgesamt keine Idee. Weiß nicht, also. Da oben sind Tauben, das ist ja schön, aber. Wenn hier jetzt nichts mehr ist, großartig. Das Loch ist schon eine ganze. Der einzige Laden, wo man die Unge. Echt hardcore, ja. Die ganzen Tauben. Ich meine, noch hätte ich Mais, aber wozu rausschmeißen? Braucht hier keiner. Fahrkarten. Verkauft sie uns vielleicht heute eine Fahrkarte? Ich habe keine Lust. Keine Lust, mit dir zu reden. Das sollte ich lieber lassen. Ich weiß gar nicht, warum. Die Hälfte meines Erwachsenen-Daseins. Ach so, stimmt, weil er Probleme mit Videospielen hat. Voll Loop, Alter. So, Bahnsteig will ich nicht. Was ist denn... Taschen kann ich nicht klauen. Wie bitte? Ich glaube, es hackt. Ich vermeide den Kontakt. Ja. Die kenne ich. Kenne ich auch nicht. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass ich... Ja, dann habe ich erstmal... Keine Idee. Also meine einzige Hoffnung ist, dass der Typ jetzt weg ist. Der Kriminelle. Ansonsten... Ja. Weiß ich, muss ich wieder in die Lösung schauen oder sowieso. Hab ich jetzt keinen Ansatz erstmal. Ja. Okay, Schild, Schaufenster. Sieht interessant aus. Ich glaube nicht. Du sollst es auch ablecken und nicht damit reden, Mann. Wie weltfremd bist du denn? Mit Sachen reden. Also, passt oder passt nein. Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Verrate ich nicht. Wenn du das für eine gute... Ja, wir hätten es mit einer Pause vom Spiel, wenn du das für eine gute Idee hältst, ja. Verstehe das schon. Bist du sicher, dass wir das Problem damit... Die habe ich aufgezogen, die geht jetzt. Ich spiele erst eine Dreiviertelstunde. ...dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ja, weißt du, ganz ehrlich, also... Ich meine, ich habe lang genug jetzt irgendwie rumgeguckt und Zeug gemacht, aber sorry, also. Nein. Was? Jedes Mal, wenn du stirbst, tötest du ein Kätzchen, ja? Passt immer. Von mir aus. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Mach ich sehr gerne. Na gut, wir schauen erstmal das Buch an, also Tag 2. Randall hat keinen Job mehr. Bist du sicher, dass wir das Problem damit okay. in den Griff kriegen? Ich lebe dein Leben. Was brauche ich da für einen Hinweis, bitte? Dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Okay.
Ich muss den Ring wiederholen. Ja, witzig. Was mache ich denn hier? Randall weiß, dass die Informationen im Buch nicht... Aber das ist so leicht, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Ein paar Plätze nochmal zu besuchen. Ja, was habe ich denn gemacht? Eine vergammelte Zitrone habe ich gemacht. Und jetzt kommen wir ins Apartment, das haben wir gemacht. Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier... Habe ich auch gemacht, ja. So. Ich will einfach nur Kätzchen töten. So. Das haben wir auch gemacht. Bist du sicher? Das habe ich nicht gemacht. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Also. Dass du 100% mit dem Ergebnis Gebäude, zufrieden ja. sein wirst. Sergeant Kramer ruft an. Okay, also jetzt hier. Boah, Alter, haltet mal die Fresse. Ich muss hier raus. Ich bin doch verrückt hier.